Wenn wir die Zukunft ernst nehmen, dann müssen wir aufhören, sie anderen zu überlassen. Wir müssen selbst aktiv werden. Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Das Glück muss entlang des Weges gefunden werden, nicht an seinem Ende. Unser Geist gewinnt an Kraft, wenn wir uns für andere einsetzen. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Es ist nie zu spät. Nie zu spät, von vorne anzufangen. Nie zu spät, um glücklich zu sein. Erst das Vertrauen in den Weg öffnet uns das Tor zur Befreiung. Im Schmerz von gestern liegt die Kraft von heute. Geduld ist eine gute Eigenschaft, aber nicht, wenn es um die Beseitigung von Missständen geht. Das Schicksal nimmt nichts, was es nicht gegeben hat. Wenn du darüber nachdenkst, warum dich jemand verletzt hat, wirst du feststellen, dass diese Person aufgrund eigener, leidiger Erfahrung handelte und nicht, weil sie dir bewusst schaden wollte. Wünsche dir nicht, es wäre einfacher. Wünsche dir, dass du besser wirst. Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es noch einmal zu versuchen. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich die gleichen Fehler machen. Aber ein bisschen früher, damit ich mehr davon habe. Betrachte einmal die Dinge von einer anderen Seite, als du sie bisher gesehen hast. Denn das heißt, ein neues Leben beginnen. Liebe und Mitgefühl sind stärker als jede Lebensangst. Du bist mutiger, als du glaubst, stärker, als du scheinst. Und intelligenter, als du denkst. Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Wenn du etwas nicht möchtest, ändere es. Wenn du es nicht ändern kannst, ändere deine Einstellung dazu. Ein angenehmes und heiteres Leben kommt nicht von äußeren Dingen. Du bringst aus deinem Inneren, wie aus einer Quelle, Lust und Freude in dein Leben. Wir sollten darauf achten, mit welcher Art von Menschen wir Umgang pflegen und welchen Einfluss sie auf uns und unser Verhalten haben. Wir sind von Wundern umgeben, wenn wir die Augen haben, sie zu sehen. Der Glaube allein bewegt wenig, aber ohne ihn bewegen wir gar nichts. Finde heraus, wer du bist, und dann sei diese Person. Das ist der Grund, warum deine Seele auf der Welt ist. Denken, was wahr ist, und fühlen, was schön ist,
und wollen, was gut ist. Darin erkennt der Geist das Ziel eines erfüllten Lebens. Wenn wir uns ruhigen Herzens für etwas einsetzen, können wir Beachtliches vollbringen. Ein Genie entsteht zu 1% aus Talent und zu 99% aus harter Arbeit. Der Mensch vergeudet am meisten Energie mit der Lösung von Problemen, die niemals auftreten werden. Es gibt keine bessere Form, mit dem Leben fertig zu werden, als mit Liebe und Humor. Beschäftige dich nicht mit Dingen, die du nicht besitzt, sondern sei dankbar für das, was dir wirklich gehört. Und stell dir vor, wie sehr du dir diese Dinge wünschen würdest, gehörten sie dir nicht bereits. Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. Die Wurzel aller Probleme besteht darin, dass wir häufig nur an uns selbst denken. Planung bedeutet, die Zukunft in die Gegenwart zu holen, damit du hier und jetzt etwas unternehmen kannst. Gewinnen heißt, dass du bereit bist, länger zu laufen, härter zu arbeiten und mehr zu geben als alle anderen. Nicht wer wenig hat, ist arm, sondern wer viel wünscht. Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause. Viel zu besitzen schenkt uns noch keinen geistigen Frieden. Denk immer daran, dass es nur eine wichtige Zeit gibt. Heute, hier, jetzt. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Höre niemals auf, denn Gewinner hören niemals auf. Traurig sein ist etwas Natürliches. Es ist ein Atemholen zur Freude, ein Vorbereiten der Seele dazu. Lass dich nicht länger wie eine Marionette von deinen Gefühlen leiten. Höre auf, dich über dein gegenwärtiges Schicksal zu beschweren oder die Zukunft zu fürchten. Wenn wir nur Besitz ansammeln, ohne unsere inneren Qualitäten zu entwickeln, wird uns das nicht auf Dauer glücklich machen. Schwierige Zeiten lassen uns Entschlossenheit und innere Stärke entwickeln. Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist zu tun, was du liebst. Niemand weiß, was er kann, bevor er es versucht hat. Du kannst an jedem Tag dein Leben neu beginnen. Erfolg ist kein Geschenk. Erfolg entsteht durch harte Arbeit. Die Umstände sind es, die uns täuschen. Du musst ihnen mit Scharfsinn begegnen. Das Böse ist manchmal verlockender als das Gute.
Es weiß sich zu tarnen. Grundlegende spirituelle Werte berühren das Herz der Menschen und fördern ihr Glück. Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, sie wahr werden zu lassen. Ich richte heute meine ganze Aufmerksamkeit auf die eine Sache, die ich gerade tue. Verteidige dein Recht zu denken. Denken und sich zu irren ist besser als nicht zu denken. Bleibe standhaft, auch wenn du leidest. Der Kampf ist hart, die Aufgabe göttlich. So erringt man Meisterschaft, Freiheit, Glück und Gelassenheit. Meditation und Analyse ermöglichen uns, zwischen der Person, die Eifersucht, Zorn oder Hass empfindet, und den Gefühlen selbst zu unterscheiden. Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die großen Vorhaben zum Scheitern. Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. Es ist schwer, das Glück in uns zu finden, aber ganz unmöglich ist es, es anderswo zu finden. Entscheide dich nicht erst morgen, ein guter Mensch zu werden. Sei heute ein guter Mensch. Ein ruhiger Geist bildet die Grundlage für die Erkenntnis der Wirklichkeit. Gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Nur der Denkende erlebt sein Leben. An den Gedankenlosen zieht es vorbei. Zu einem vollkommenen Menschen gehört die Kraft des Denkens, die Kraft des Willens und die Kraft des Herzens. Mut ist nicht immer brüllend laut. Manchmal ist es die ruhige, leise Stimme am Ende des Tages, die sagt: Morgen versuche ich es wieder. Es ist göttlich, nichts zu bedürfen, und Gott ähnlich, nur wenig nötig zu haben. Buddhismus zu praktizieren bedeutet, dass wir unausgesetzt daran arbeiten, uns selbst zu verbessern und unsere Zeit sinnvoll zu nutzen. Es ist immer deine Entscheidung, ob du etwas weitermachst oder aufgibst. Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Die Kraft, große Dinge zu entscheiden, kommt aus der aufmerksamen Beobachtung der kleinen Dinge. Das größte Lebenshindernis ist die Erwartung. Abhängig vom Morgen verliert sie das Heute. Die fünf wesentlichen Hindernisse im Leben sind Gier, Zorn, Trägheit, Rastlosigkeit und mangelndes Vertrauen in den Weg. Wenn du etwas als richtig erkannt hast, dann tue es, und zwar sofort.
Entscheidend ist nicht, was uns im Leben zustößt, sondern wie wir darauf reagieren. Lass deine Taten sein wie deine Worte und deine Worte wie dein Herz. Die Dummheit drängt sich vor, um gesehen zu werden. Die Klugheit bleibt weiter zurück, um zu sehen. Wenn mich jemand verachtet, dann ist das seine Sache. Wenn ich ein Mensch bin, der Verachtung verdient, dann ist das meine Sache. Es ist sinnlos, von äußeren Dingen dauerhaftes Glück zu erwarten. Jeder Fortschritt findet außerhalb statt, außerhalb der Komfortzone. Unser größter Ruhm ist nicht, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Deine Zeit ist begrenzt, also verschwende sie nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Lass dich nicht von Dogmen in die Falle locken. Lass nicht zu, dass die Meinungen anderer deine innere Stimme ersticken. Am wichtigsten ist es, dass du den Mut hast, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen. Alles andere ist nebensächlich. Liebe ist nicht das, was du erwartest zu bekommen, sondern das, was du bereit bist zu geben. Innere Befriedigung ist nicht von materieller oder sinnlicher Befriedigung abhängig. Wenn du einen Traum hast, dann greif danach. Hör niemals auf, daran zu glauben. Ein Champion ist jemand, der immer wieder aufsteht. Erfolg ist nur dann erfüllend, wenn man ihn erreicht, ohne die eigenen Prinzipien zu untergraben. Nichts bringt uns mehr vom Weg zum Glück ab, als uns nach dem Gerede der Leute zu richten, statt nach unseren Überzeugungen. Ganz gleich, wie beschwerlich das gestern war, kannst du stets im Heute von Neuem beginnen. Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem du die hundertprozentige Verantwortung für dein Leben übernimmst. Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben. Der Weg zum Glück besteht darin, sich um nichts zu sorgen, was sich unserem Einfluss entzieht. Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Als freie menschliche Wesen können wir unsere einzigartige Intelligenz dafür einsetzen, uns selbst und unsere Welt besser zu verstehen. Im Schmerz von gestern liegt die Kraft von heute. Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als der, der ohne Ziel herumirrt. Was bedeutet schon Geld? Ein Mensch ist erfolgreich,
wenn er zwischen Aufstehen und Schlafengehen das tut, was ihm gefällt. Handeln ist das Gegenmittel bei Verzweiflung. Meditation zeigt uns den inneren Frieden, der bereits in uns wohnt. Hass oder Zorn sind im Geist nicht dauerhaft vorhanden. Aus diesem Grund lassen sie sich bezähmen und beseitigen. Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Erfolgreiche Menschen bleiben in Bewegung. Sie machen Fehler, aber sie geben nicht auf. Ist das Leben nicht wundervoll? Es gibt Augenblicke, da möchte man sterben. Aber dann geschieht etwas Neues. Und schon ist das Leben wieder zum Sterben schön. Selbst ein reißender Fluss hat mal als kleine Quelle begonnen. Hör auf zu warten, denn der perfekte Zeitpunkt kommt nie. Fallen ist weder gefährlich noch eine Schande. Liegen bleiben ist beides. Jeder Mensch kann ein gutes Herz entwickeln, ganz ohne Ansehen von Hautfarbe, Religion oder politischer Überzeugung. Wenn man Liebe nicht bedingungslos geben und nehmen kann, ist es keine Liebe, sondern ein Handel, ein Tauschgeschäft. Glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selbst dafür hält. Alles im Leben ist unbeständig und vergänglich. Glücklicherweise auch das Leiden. Starte dort, wo du stehst. Benutze das, was du hast. Tue das, was du kannst. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Der Erfolg kommt nicht über Nacht. Es reicht, wenn du jeden Tag ein wenig besser wirst als am Tag davor. Vergiss nicht, man benötigt nur wenig, um ein glückliches Leben zu führen. Wollen wir uns wahrhaft verändern, sollten wir beginnen, unserem inneren Kompass zu folgen. Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die Frucht innerer Einstellung. Die Gewohnheit ist wie ein Seil. Wir weben jeden Tag einen neuen Faden und schließlich können wir das Seil nicht mehr zerreißen. Wir sollten uns regelmäßig ins Bewusstsein rufen, dass heilsame Handlungen positive Konsequenzen nach sich ziehen und negative Handlungen schädliche Folgen haben. Kreativität ist grenzenlos. Man kann sie nicht aufbrauchen. Je mehr man sich ihrer bedient, desto mehr hat man davon. Positives Denken und der Glaube an sich selbst sind der Weg zum Erfolg. Beurteile einen Tag nicht nach den Früchten, die du geerntet,
sondern nach den Samen, die du gesät hast. Den Willigen führt das Schicksal, den Unwilligen treibt es. Wer seinen eigenen Geist nicht gezähmt hat, kann andere nicht lehren, den ihren zu zähmen. Wenn sich eine Tür vor uns schließt, öffnet sich eine andere. Wichtig ist jedoch, dass man den Blick von der geschlossenen Tür auf die geöffnete wendet. Freiheit ist ein Gut, das durch Gebrauch wächst, durch Nichtgebrauch jedoch verkümmert. Sei mutig, gehe Risiken ein. Nichts kann Erfahrung ersetzen. Man muss beides verbinden, die Geselligkeit und die Einsamkeit. Die eine weckt in uns die Sehnsucht nach Menschen, die andere die Sehnsucht nach uns selbst. Ärger, Stolz und Neid sind unsere wahren Gegner. Um erfolgreich zu sein, solltest du alle Herausforderungen akzeptieren, die dir in den Weg kommen. Du kannst nicht nur die akzeptieren, die du magst. Zufriedenheit ist wie ein stiller Garten, in dem man sich ausruhen kann. Es gibt für uns Menschen keine stillere und ungestörtere Zufluchtsstätte als die eigene Seele. Wenn wir großes Glück empfinden, widmen wir es dem Wohle aller Wesen. So werden wir weniger egoistisch und erlangen wahren geistigen Frieden. Je größer die Schwierigkeit, die man überwand, desto größer der Sieg. Jede Gewohnheit und jede Fähigkeit wird durch entsprechende Handlungen gestärkt. Willst du also etwas wirklich? Mache eine Gewohnheit daraus. Wenn dir etwas wichtig genug ist, solltest du es versuchen, egal ob das wahrscheinlichste Ergebnis ein Misserfolg ist. Die Veränderung unserer geistigen Gewohnheiten schafft die Grundlage für die Umwandlung unseres Verhaltens. Zwei Gäste sind es, die du stets bewirtest, deinen Leib und deine Seele. Was du dem Leib bietest, gibst du bald wieder her. Was du aber der Seele bietest, behältst du für immer. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Als sich mir im Wald zwei Wege boten, ging ich den, der weniger betreten war. Das veränderte mein Leben.